Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute die zweite Folge und es ist eine krasse Folge, Leute. Von Pick My Class. Ihr stellt mir eure Waffen vor, ich spiele sie so, wie ihr wollt. Mit den Aufsätzen, mit den Spezies, mit den Maps, mit allem, was ihr wollt. Der Gewinner mit 20 Likes und damit eigentlich Gleichstand mit der Schwertfisch, ich habe mich dann für die Daemon entschieden, weil die Schwertfisch von so vielen immer gespielt wird, ist heute also der Gewinner die Daemon 3XB. Wir haben als Aufgabe bekommen LV-Visier, Schnellfeuer, Hybridmagazin und stabiler Griff. Dazu Stim Injection, Plünderer, Leichtgewicht und Totenstille. Wir hatten die Wahl zwischen Totenstille und Geist und ihr wisst, Geist ist für Noobs sowieso ein scheiß Perk, also Totenstille. Daemon 3XB, wenn ihr euch fragt, warum diese Waffe so heißt. Es gibt einen Daemon Barlow, da kommt das Daemon her und das B am Ende. Das ist Karma. Karma hat dreimal die World Champs in COD gewonnen. Da sind die 3 und die X drinne. Das heißt, Daemon, 3 World Champ Titel oder 3 Ringe, B für Barlow. Einer, Karma kennen glaube ich viele von euch, spielt bei Optic mittlerweile wieder. Einer für mich der besten MLG-Profis, die jemals COD gezockt haben. Und Treyarch hat ihm für die 3 Titel diese Waffe sozusagen als Tribut geschenkt. Deshalb, da kommt der Name her. Ihr seht 2 Runden auf Arsenal Sandsturm mit dieser, genau mit dieser Klasse. Als Streaks, das ist noch wichtig, haben wir die Aufgabe bekommen, die Drohne, den Face Sniper Heli und das Einsatzteam. Spezi konnten wir uns aussuchen, da haben wir uns Crash genommen, weil die Muni bei dieser Waffe unglaublich schnell leer geht, wirklich unglaublich schnell. Ich glaube, ihr werdet richtig Spaß mit den beiden Runden haben. Bei der zweiten Runde, bei der ersten, die fing so ein bisschen spät an. Bei der zweiten gehen wir komplett auf den Nuke und ihr werdet sehen, ob ich das schaffe und wie knapp das am Ende ist. Ganz, ganz viel Spaß damit und wenn ihr eine Klasse habt, die ich spielen soll, schreibt die unten in die Kommentare rein. Die Klasse, die bei der nächsten Folge am meisten Likes hat, wird von mir gespielt, so wie ihr sie wollt. Egal ob Shotgun, Titan, Maddox, Messer, ich Knife Runne, ich mach was ihr wollt, dafür bin ich da. Lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da, macht die Glocke an, ich würde mich riesig freuen. Viel, viel Spaß beim Video, haut rein. Okay. Ajax, Nomad, alles diese ganzen Noob-Spezialisten, wenn ihr mich fragt. Und wir müssen halt gucken, was wir mit dieser Waffe hier machen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das Problem ist nämlich, A, wir haben viel zu wenig Munition in der Waffe. 48 Schuss, oder was ist das, 40, 48, irgendwie sowas, sind einfach super wenig. Und das zweite Problem, was wir haben, was vielleicht noch viel größer ist, alles, was weiter als, ich sag mal, 5 Meter ist, können wir nicht challengen, weil der, nicht der Rückstoß hiervon, sondern die Feuerrate einfach nicht gut genug ist, selbst wenn man schnell durchtriggert. Was definitiv unser Plan ist hier. Die Reichweite reicht einfach nicht aus, um mit dieser Waffe irgendwas Vernünftiges anzustellen. Den haben wir. Ich hätte gerne Drohne, wenn das irgendwie machbar ist. Rechts von uns ist einer. Das ignorieren wir mal kurz. Damit hätten wir das. Er überlebt mit 2 HP. Und hinter mir ist der Titan. Ich bin voll am Arsch, deswegen... Hau ich jetzt hier ab? Nein, ich hau nicht ab, weil mir wieder einer hinterher rennt mit allem, was er hat. Fuck. Ich hab gesehen, wie knapp das war. Kurz vor den Streaks gewesen. Aber wenn man aus der Scheiße nicht mehr rauskommt, kommt man aus der Scheiße nicht mehr raus. Und da hier Leute mit der Titan spielen, wird's dann auch nicht einfacher. So. Einmal Leben für alle. Die Leute spielen immer noch mit der Titan da. Wir wollen jetzt... Holy shit, warum schwitzt denn jeder hier so? So, mal kurz abwarten, was die Drohne sagt. Okay.
Okay, das ist keine Route, die wir laufen wollen, Leute. Das ist definitiv keine Route. Einer ist im Fahrstuhl. Guck bitte zum Fahrstuhl. Ich guck für dich zum Fahrstuhl. Da kommt gleich einer. Ich sag ja, Leute, das hier ist wie mal nach Zahlen. Oh, das war nicht gut geschossen. Hat trotzdem ausgereicht. Muni für alle. Nehmt euch ein bisschen was, dann habe ich nämlich gleich meine Streaks. Da ist das Scharfschützennest. Diese Waffe ist auf Entfernung absolut grausam. Wirklich absolut, absolut, absolut grausam. Da kommt noch einer, den holen wir uns auch gleich. Easy to read. Passt mal auf. 3, 2. Das war einfach. Ich habe ihn, um ehrlich zu sein, auf dem Radar kurz gesehen. Deshalb konnte ich, da kommt noch einer. Na komm. Da ist der nächste Einsatzteam. Ihr müsst einfach nur das Radar immer ein bisschen im Auge haben und alles andere klärt sich von alleine. Was passiert hier? Das ist nicht unsere anscheinend. Er bevorzugt zu campen, da gehen wir nicht nochmal durch. Was haben wir? 21 zu 2. Easy Peeking, easy Read. Unsere Streaks sind on air. Das ist das, was ich euch immer wieder sage. Black Ops 4 ist wie mal nach Zahlen, Leute. Ihr müsst das Radar im Auge haben, ihr müsst ein bisschen Spielverständnis haben, ihr müsst die Spawns ein bisschen kennen und vieles regelt sich dann im Prinzip immer schon von alleine. Wenn ihr einige der Tipps, die ich euch immer wieder sage, beherzigt, dann werdet ihr auch keine Probleme dabei haben, gute Games zu erspielen, Spaß zu haben, eure KD zu erhöhen. Ich gebe euch ja keine Tipps, die völliger Schwachsinn sind. Und ich werde auch niemals solche Tipps geben wie, ja, du musst deine Empfindlichkeit richtig einstellen. Das ist kein Tipp. Das ist klar, dass man das muss. Das ist aber immer sehr, sehr nervig, weil es... Nein, ich habe ihn fast gehabt. Nein. 26 Leben. Ah, fuck. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Schade. 27,3, immer noch in Ordnung. Das sind so Sachen, da fasse ich mir jedes Mal in den Kopf. Jetzt seht ihr so ein Video von demselben YouTuber, der schon zum 80. Mal hochgeladen hat. Und der erzählt einem, hey, wenn du gut sein willst, dann musst du deine Empfindlichkeit richtig einstellen. Ja, nee, was ein Tipp. Vielen Dank dafür. Dafür hast du jetzt mir 6 Minuten eine Einleitung gegeben. Sag mal. Hab dich. Und dafür hast du mir jetzt erzählt, was ich hier die ganze Zeit tun soll. Nur um dann zu sagen, du musst deine Empfindlichkeit richtig einstellen. Das ist mir durchaus bewusst. Und deshalb, sowas werdet ihr von mir nicht sehen. Das ist mir immer viel zu blöd, um ehrlich zu sein. Na komm her. Ah, schade, ich dachte, ich treffe den damit, wenn er kommt. Wieder einer weniger. So, kurz abwarten. Okay. Er geht rechts oder links? Rechts oder links? Rechts. Komm her. Guten Tag. Da kann ich nicht lang. Den habe ich. Wir haben wieder Streaks. Wow. Ah, den habe ich nicht gesehen. Er spielt mit Geist. Ja, war klar. Seht ihr, Geist ist für Noobs. Jetzt kann ich meinen Sniper-Heli-Einsatz-Face-Team nicht rausholen. Ist auch schade. Hätte ich gerne. Hätten die Jungs noch ein, zwei Kills machen können. Aber so oder so, die Runde ist jetzt gleich vorbei. 38-4 ist in Ordnung. Leider sehr wenig Kills. Ich hätte gerne mehr gehabt. Oh, Glück gehabt. 38-4, erste Runde mit der Waffe. Ist eigentlich in Ordnung. Aber ihr habt gesehen, Close Range funktioniert das Ganze perfekt. Long Range ist das wieder was anderes. Du hast den Falschen gechallenged. Hinter mir ist gleich einer. Wo ist der Typ? Da ist er. Der ist auch weg. Den haben wir auch. Kurze Drohne, dann wissen wir, was hier los ist. Da habe ich gerade
ein Piken gesehen, habe ich gedacht, war aber nicht so. Wie hat der das jetzt gerade überlebt? Kann mir das irgendeiner erzählen? Irgendeiner? So, 145 for Streets jetzt. Hier war doch noch einer eben. Oh, weia. Ich mag das gar nicht gerade. Hinter mir, der Teammate guckt nämlich nur in die gleiche Richtung wie ich. Oh Mann, Teammates, kommt schon. Okay. Ich weiß schon, wo du hinläufst. Es ist jetzt nicht so, dass du mich damit überraschen kannst. So, Sniper-Heli. Ich habe hier gerade... Da. Alter, du leckst. Was für einen Auftrag hast du? Was für einen Auftrag hast du? Weiß keiner so richtig. Macht aber auch nichts. Eieiei. Eieiei. Wir haben auch neue Muni. Unser Einsatzteam macht jetzt auch endlich seine Arbeit. So könnt ihr natürlich die Runde starten und spielen. So, jetzt mal gucken, ob wir noch einen Kill absnacken können. Er haut ab. Was er nicht weiß, dass ich ihn sehe und verfolge. 22-1. Das geht für die zweite Runde auch klar. Jetzt habe ich Angst dahin zu... Okay, den haben sie. Perfekt. Den habe ich natürlich nicht bekommen. Zwar die Punkte dafür, aber ich wollte den Kill haben. Denn Nukes sehen nur, wenn man den Kill ganz bekommt. Nicht, wenn man die Assist-Punkte macht. Für die, die es jetzt vielleicht noch nicht gewusst haben. Da ist ein neues Scharfschützen-Nest. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Scharfschützen-Nest zerstört, dann kann ich ein neues rufen. Das ist ja perfekt hier. Oh! Nein, 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 mein Freund. Nein, 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 nein. Nicht mit mir und nicht heute. So, jetzt wäre es natürlich hilfreich, Gegner zu finden. 28-1, wir haben auch noch Gegner. Da hinten wird gegeiert. Oh, ich habe dich gesehen. Okay, er wurde von Face City weggesniped. Den will ich unbedingt haben, den Kill. Perfekt, das ist nämlich das neue Einsatzteam. Dann können die nämlich schön die ganze Zeit die Scheiße runtergeiern. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es absolut mehr mag, mit Streaks auf Nuke zu gehen, als nur mit Drohne-Konter-Drohne. Da sind wir auch skrupellos. Jetzt müssen wir ein bisschen reinhauen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Die Leute sind nämlich, wenn ihr Streaks dabei habt, immer gut beschäftigt. Ich hätte gerne Drohne. So, wenn du dich nicht heilst. Er hat eine Titan. Den Challengen ist Wahnsinn, deswegen lassen wir es jetzt auch. Den kriegen wir natürlich auch nicht. Wir haben aber auch ein Pech gerade mit den Kills, ne? Der Taktikeinstieg ist direkt hinter uns. Eieiei. Den kriege ich natürlich nicht. Wahnsinn, oder? Ich kriege die ganzen Kills aktuell nicht. Warum auch immer. Oh, hier. Da drüben. Oh, ja. Lass mir... Das ist natürlich nett. So, weg mit dir. Wir können den Nuke noch schaffen, Leute. Auf jeden Fall sogar. Jetzt eine Drohne wäre natürlich mega. Geht aber auch ohne Drohne. Okay. Wenn die Teammates natürlich alles töten und das Einsatzteam auch noch, wird es schwierig. 20 Kills sind noch frei. Ich glaube, wir brauchen noch ungefähr 10. 10 brauchen wir noch. Streaks lassen wir jetzt da, wo sie sind. Jetzt können wir nur hoffen, dass die hier nicht mehr zu viel Kills machen, die Teammates. Wäre nett, wenn sie jetzt einfach kurz aufhören würden. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für uns alle. Er holt den auch noch. Wahnsinn, ne? Ihr kriegt die Kills nicht zusammen, wenn ihr sie braucht.
Jetzt muss ich hier hin und her rennen wie ein verrücktes Karnickel, nur um die Streak zu bekommen. Hier. Okay. Ich glaube, wir waren auf 25. Und wir sterben durch einen mit Akustiksensor und Nomad dazu. Durch seine Stolpermine, die er dahin gepflanzt hat. 46-2. Fuck, ich hätte die Nuke zu gerne gehabt. Wäre mit der Waffe auf jeden Fall in der zweiten Runde auf dieser beschissenen Map ein schöner Abschluss gewesen. Aber ihr habt gesehen, wenn ihr clever spielt, wirklich Spielintelligenz ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Sowohl in COD als auch in anderen Spielen. Dann könnt ihr damit auch erfolgreich sein. Na klar, wieder mit weitem Abstand erster bei uns. Killcam haben wir diesmal nicht, schade. 10-19, wir hätten denen die Nuke gedrückt, auch diesem District jetzt hier. Aber wir laufen in die Stolperfalle. Ärgern tue ich mich da schon gar nicht mehr, weil ich bin es mittlerweile gewohnt. Wenn ich Kugelweste und Taktikmaske mitnehme, dann fehlt mir kaltblütig, weil ein Hund dann irgendwann kommt. Und wenn ich kaltblütig habe, dann ist eine Stolpermine und alles mögliche. Wenn euch die beiden Gameplays gefallen haben und wenn ihr wollt, dass ich eure Klasse spiele, schreibt eure Klasse in die Kommentare. Die Klasse mit den meisten Likes wird in der nächsten Folge von mir gespielt. Schreibt mir in Spezi rein, wie ich nehmen soll, die Streaks, die ich nehmen soll und schreibt mir rein, wie die Klasse aussehen soll. Perks und Aufsätze. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich glaube, die Folge heute hat es auf jeden Fall verdient. Lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.